So, da sind wir wieder zurück. Keine Autos mehr, aber das ist egal. Wir klauen uns einfach dieses hier. Und hauen ab. So. Und begeben uns... Alter, was ist denn hier los? Was ist mit dem Wagen? Wir fahren jetzt zur letzten Mission, die es hier in diesem Spiel gibt. Beziehungsweise zur letzten Hauptmission. Danach gibt es ja immer noch welche. Die schiebe ich eventuell nach, wenn die Credits weg oder ablaufen. Mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal gucken. Und ich kann mich wieder an diese Mission auch erinnern. Es kann sein, vielleicht benutze ich hier sogar Cheats. Weil das sonst ist mir zu blöd. Aber ich weiß es nicht mehr. Ja, so ist auch cool. Naja. Ich will eigentlich keine benutzen, aber es kann sein, dass irgendwie, keine Ahnung, wenn ich dann in Schulitäten kommen könnte, dass ich die benutze. Naja, mal schauen. What's going on? Tommy. Oh, good, good, good. Listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls or as food on a plate. But as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Shut up, Ken. Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you capped their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine. Ken, you get the first run of counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Alles klar. Na dann, wollen wir mal. Tommy! What? No big hugs for your buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man! They knew hey, Tommy, I was coming, Sonny. Tommy! Watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. You sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out. The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No, I just wanted to piss you off before I kill you. Okay, das war eine klare Ansage. Na dann, wollen wir mal. Da ich mich an die Mission auch noch relativ gut erinnern kann, deswegen habe ich schon gesagt, eventuell benutze ich Cheats. Die Mission ist irgendwie nicht ganz so einfach, wie man das gerne hätte. So. Jetzt kommt nämlich erstmal keiner und gleich sind hier so viele Gegner. Da denkst du dir auch, okay, alles klar. Nee, du Pisser. So. Okay, ja, manchmal hole ich mich auch selbst damit sechs, egal. Scheiße ist drauf. Und du bist tot. Ich warte eigentlich nur darauf, dass dann da steht, kümmere dich um Lance. Weil den müssen wir als erstes dann nämlich ausschalten. So, jetzt ist erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Zack. Nicht cool. So. Jetzt muss ich den Verräter erledigen, alles klar. So, bist du tot? Boah, aber das ist nicht so einfach, weil hier kommen nämlich jetzt echt immer mehr Leute. No one to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Okay. Jetzt haben wir nämlich Spaß. Okay, haut ab. Und ich habe hier Spaß mit den ganzen Leuten.
Ich muss ihm jetzt eigentlich hinterherlaufen. Das Problem ist, ich glaube, da kommen sowieso immer welche nach. Das bringt jetzt auch nichts, hier alle zu töten. Das wird mir jetzt auch nicht sehr viel bringen. Also eine Waffe nehmen, mit der ich rennen kann, und dann geht's ab. Nicht einmal getroffen, ist nice. Ganz ehrlich. Oh, er ist tot. Die sind da hinten, ich hoffe, die bleiben da jetzt auch. Ich habe nur 23 Leben, das ist nämlich genau das Problem. Und die Pisser klauen nämlich mein Geld. Deswegen werde ich jetzt mal was machen. Ist nicht ganz so schön. Allerdings. So. Ich weiß mir leider auch nicht anders zu helfen. So. Wir haben nämlich schon wieder nichts. Leider weiß ich nicht, warte mal. Nochmal zack, zack, zack. So. Nee. Ich weiß leider nämlich den für Leben nicht, sonst würde ich mir jetzt nochmal ein Leben geben, aber das ist schon mal okay so. Kommen hier auch noch welche? Töte ihn! Okay. Weil ganz ehrlich, mit... Ja, genau, da ist auch noch einer. Mit 14 Leben? Niemals, ey. So, zack. Scheiße. Geh nochmal lieber zurück. Also, was soll ich tun? Ich habe ein bisschen Angst. Was soll ich da machen? Ich könnte die nehmen. Gucken, ob das funktioniert. Batz. So. Wo ist Lance? Da. Stirb. What the fuck? Bist du tot? Ich glaube, Lance ist down. Alles klar, Lance ist down. Okay. Ist natürlich kacke, dass ich cheaten musste. Das ist scheiße, ich will nicht cheaten. Oh, scheiße. Cheaten auch noch. Ich will nicht cheaten. Aber ganz ehrlich, mir ist da auch nichts Besseres eingefallen, als zu cheaten. Das ist echt nicht einfach. Und was soll ich jetzt tun? Hä? Wo soll ich denn jetzt hin? Hallo. Okay, die kleinen Motherfucker klauen mir mein Geld. Ich werde die auch immer nach unten gebracht, aber wo soll ich denn hin? Hä? Ist ja egal, dass sie mir mein Geld klauen, das kriegen wir bestimmt irgendwie wieder. Soll ich jetzt wieder zurück oder wie? Oder was? Okay. Alles klar, gut, dann laufen wir wieder zurück, was soll's. Dann machen wir das. Alter, what the fuck? Schießwütigen Motherfuckers. Wer schießt denn da? Ah, ihr seid auf meine Leute. Endlich. Doch mal Zeit. Du bist einer von mir. Okay. Ach, ihr seid alle von mir. Ja, was ist denn jetzt los hier? Was soll ich denn tun? Hoch, runter, dies, das, hin und her. Jetzt soll ich zu meinem Safe einfach laufen, oder wie? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Das Spiel sagt mir nicht ganz klar, was ich tun soll. Okay, ich soll zum Safe, alles klar, mache ich. Ist da irgendjemand drin, den ich töten soll? Alles klar, Junge. Jetzt gibt's auf die Fresse. Da sind meine ganzen Leute und... Okay, was hier? You took 15 years from me, Sonny. And now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys. He never understood a... Okay, das ist hier das letzte Gefecht, oder was? Alles klar. Oh, what the fuck? Okay, was ich aber nicht verstehe. Scheiße. Hier sind so viele, ey. Wie kommen die denn aber schon wieder hier hin, frage ich mich. Ohne Witz. Alter. Ist das nicht denn ernst? Ja, zieh dir was anderes an, ist auch cool. Ich frage mich gerade, wie soll ich Sunny erledigen? Muss ich mich gerade echt fragen, weil ich komme da gar nicht hin zu ihm. Ich kann ihn überhaupt nicht erledigen. Okay, warte mal, ich renne hier mal kurz weg.
Gerade waren hier noch voll viele Leute von mir, auf einmal sind sie alle weg. Strange. Strange, strange, strange. Die sollen mir ruhig mein Geld klauen, ist mir egal. Ich benutze jetzt hier die verkackten Cheats, ey, das ist mir so... Eigentlich ist das voll... Lol. Ganz ehrlich, wo kommt der her? Da waren gerade voll viele von meinen Leuten, auf einmal, bam, alle weg. Tch. Witz, ey. So, sterbt. Ja, genau, die überleben. Die überleben. Ist schon klar. Ja, genau, jetzt schieße ich mich auch noch selber über den Haufen. Ah, fuck you. Irgendwie, Alter, ist das hier echt scheiße. Ich kann es nicht ohne Cheats, das war falsch. Nein. Tipp, 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 tipp. So, damit man aber auch sieht, es geht auch, also es geht natürlich auch ohne Cheats. Und eigentlich soll man das auch ohne Cheats machen, aber irgendwie komme ich damit gerade nicht klar. Ohne Spaß. Alter. Lol. Ich ziel noch nicht mal auf den, weißt du? Ey, ohne Spaß, ich weiß nicht. Obwohl, warte mal kurz. Ich weiß, wie ich das machen könnte vielleicht. Ich kann auch von woanders kommen, oder? Kann ich nicht hier von der Seite einfach kommen? So ein bisschen in die Flanke fallen? Das müsste doch gehen. Ich hoffe, das geht. Dann baller ich ihn nämlich mit dem Raketenwerfer einfach über den Haufen. Ich hoffe, das funktioniert. Okay, treffe ich ihn überhaupt? Ich weiß das nicht. Ich glaube nämlich, ich treffe ihn nicht, aber ist egal. Das ist einfach das Ding. Oh, fuck you. Stirb! Hure! Ich hoffe, der ist jetzt tot, sonst habe ich ein Problem. Boah, Alter. Was ist er für ein Sniper? Stirb! Ist er tot? Ich will es hoffen. Endlich! Meine Fresse, ey. Tommy? Oh my God, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That's stupid trick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und danke, danke, danke. Endlich. Endlich habe ich es geschafft, das Spiel durchzuspielen. Ganz ehrlich, das Spiel, im Großen und Ganzen muss ich leider sagen, das Spiel war nicht wirklich geil. Ich fand das Spiel bis zu einem bestimmten Punkt, ich glaube bis Folge 20 fand ich es richtig, 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 richtig geil. Allerdings, alles was danach kommt, hat mich so abgefuckt. Dieser Zwang, Missionen machen zu müssen, damit man das Spiel beenden kann.
Ich meine, gut, ähnlich gibt's das auch in San Andreas. Da wird's aber deutlich cleverer gelöst. Warum konnte ich die Häuser nicht schon vorher kaufen, alles vorher machen? Mich hat's einfach angekotzt. Ich konnte es erst am Ende machen. Und das, da hatte ich eigentlich gar keine Lust zu. Ich musste es aber. Dass ich die Cheats benutzt habe, ganz ehrlich, ich muss sagen, ich finde es persönlich selber ein bisschen scheiße, stehe aber trotzdem dazu, weil ich wollte dieses Spiel einfach nur noch beenden. Das Ende, es ist möglich, allerdings muss ich sagen, mit der Steuerung, also damals hatte ich die Probleme nicht, aber ich glaube, das alles führt dazu, dass ich das auch nicht so geil fand, das Spiel im Allgemeinen. Oder für mich ist es nicht das beste GTA aller Zeiten, sondern würde sich eher im unteren Bereich so einfinden, auf dem letzten Platz, könnte man sagen. Ich muss sagen, gut, das mit den Cheats ist natürlich nicht die feine Englische, aber ich hatte keine Lust, dass ich habe das ein paar Mal öfter probiert, als ich es hier gezeigt habe, weil ich wollte es irgendwann einfach nur noch über oder hinter mich bringen. Das ist aber das einzige Spiel, wo ich jemals Cheats benutzt habe. Schande über mein Haupt, aber das ist mir auch scheißegal. Hauptsache, das Spiel ist endlich zu Ende. Mehr oder weniger. Es gibt ja noch ein paar Missionen. Die werde ich jetzt auch noch abspielen, während ihr die wunderschöne GTA Vice City Musik hört. Wie gesagt, das Spiel war am Anfang ziemlich geil. Bis Folge 20 war das Spiel richtig geiles Spiel, richtig geiles Game. Danach, dieser Zwang, dass man diese Mission machen muss und die Art und Weise, ja, hat das Spiel leider ein bisschen runtergezogen und tja, ich fand es nicht mehr so geil. Leider. Im Großen und Ganzen würde ich GTA 3, GTA Vice City vorziehen. Aber das ist ja auch egal. Wir kommen ab morgen zu meinem absoluten Lieblings-GTA, nämlich Grand Theft Auto San Andreas. Ich habe GTA 5 noch nicht gespielt, deswegen ist es bis jetzt auch noch mein Lieblings-GTA. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, weil mehr will ich dazu auch momentan irgendwie gar nicht sagen, muss ich gestehen. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Es war ein gutes Spiel, es hat mir Spaß gemacht, so, das soll man jetzt nicht falsch verstehen. Aber das Ende hat mich ziemlich abgefuckt und deswegen bin ich auch froh, dass es zu Ende ist. Wie gesagt, ab morgen GTA San Andreas, mein Lieblings-GTA, da werden wir viel, viel Spaß haben, das geht auch viel, viel länger als bisher, die Spiele, die beiden GTAs. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe natürlich, ihr seid in der nächsten Folge, in der neuen Folge von GTA, wieder mit dabei. Bis dahin, haut rein, Leute.